Hallo, ich wollte euch heute einfach mal ganz kurz mein neuestes Instrument vorstellen. Ich habe schon eine ganze Weile die Webseite von Tin Guitar verfolgt. Dahinter verbirgt sich Rob Collins, ein Ukulelenbauer aus England. Und kürzlich war dieses Instrument hier online verfügbar, ohne Vorbestellen, ohne lange Wartezeit. Und deswegen habe ich da einfach mal ganz spontan zugeschlagen. Und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut, dieses Instrument gekauft zu haben, weil es ist, wie ich finde, irgendwie was ganz Besonderes. Europäische Hölzer, eine deutsche Fichtendecke und Korpus ist aus Londoner Platane. Sowas habe ich noch gar nie gesehen. Eine Wahnsinnsmaserung. Ein ganz tolles Muster. Das Ganze setzt sich auch am Hals fort. Und auch hier am Boden, wenn es da auch nicht ganz so ausgeprägt ist, wie jetzt hier an den Zargen. Man sieht auch schon, die Zargenhöhe ist unterschiedlich. Hinten ist die Ukulele dicker als hier am Halsansatz. Dann wird das Ganze hier noch verziert mit ein bisschen Walnuss, auch hier an der Kopfplatte. Ich mag auch diese Kopfplatte. Es ist irgendwie schlicht, aber trotzdem elegant und was Besonderes. Grover-Mechaniken hier drin. Hier sieht man jetzt auch die Bundmarkierungen. Die sind hier am 5., 7. und 10. Bund. Am 12. ist keine mehr. Und es gibt sogar noch einen 13. und 14. Bund, was bei einer Sopran auch nicht so gewöhnlich ist. Und hier oben, ich glaube, das sieht man jetzt hier nicht, gibt es nur eine Bundmarkierung am 7. Bund. Ja, hier eine kleine Rosette ums Schallloch. Und das Griffbrett ist auch ein Holz, was ich so noch nie gesehen habe. Das ist Laburnum. Ich musste das nachgucken. Das ist Goldregen, wohl ein sehr, sehr hartes Holz und hat auch eine sehr interessante Maserung. Es ist ein wirklich, wirklich, wirklich schönes Instrument und es klingt auch noch gut. Also auch hier oben in den oberen Bünden noch wunderbar bespielbar. Sehr laut für eine Sopran, kommt ordentlich was raus. Also ich habe Spaß mit dem Instrument. Das war's schon. Tschüss.